Was sind eigentlich die neuralgischen Punkte, wenn es um Anschlüsse im Holzbau geht? Darüber schreiben mein Kollege Markus Kilian und ich gerade einen Artikel und wir haben auch eine Liste und eine Tabelle zusammengestellt, auf was man achten sollte und wie ihr das perfekt lösen könnt. Und wir sind hier in Heidelberg bei einer Baustelle und gehen die jetzt mal durch und gucken mal, was man noch sieht von den luftdichten Anschlüssen und sagen über euch auf jeden Fall, wie ihr am besten alles luftdicht kriegt. Gehen wir los? Na dann los. Okay. Okay, Markus, das hat jetzt nicht direkt was mit Luftdichtheit zu tun, aber wir stehen ja hier auf einem temporären Bauzeitenschutz. Ja. Und viele sind ja total begeistert davon, vor allem im Holzbau, wenn man den Holzbau perfekt einsetzen kann. Vielleicht magst du mal erklären, was ist denn jetzt das Besondere an dieser Soltec Vertiro? Das Besondere an der Bahn ist, dass ich damit einfach einen guten Witterungsschutz herstellen kann. Das heißt, ich klebe diese Bahn, die ist vollflächig klebend, 1,50 Meter breit, die klebe ich komplett auf meine Decke drauf und bin in dem Moment luftdicht, wasserdicht und die Bahn ist aber trotzdem diffusionsoffen. Das ist eigentlich der große Vorteil der Bahn. Und sie hat doch was mit Luftdichtheit zu tun, weil ich ja damit auch eine luftdichte und eine rauchdichte Ebene herstelle, um die Geschosse oder um die Wohnungen luftdicht abzuschließen voneinander. Ja, ach so, stimmt ja dann, weil hier sieht man ja genau, hier ist ja dann quasi der Anschluss, oder Markus? Also hier ist der Anschluss, schön mit, wichtig ist ja, dass es so breit abgeklebt ist, damit man, wie heißt es, wir sagen immer, schön überlappend arbeiten. Genau, ne? Ja. Und hier ist dann die Intello. Vielleicht magst du erklären, warum wurde hier die Intello eingesetzt? Warum brauchte man hier was Feuchtevariables? Die Intello ist hier eingesetzt, weil es sich ja hier um eine Holzrahmenbauwand handelt. Das heißt, das ist jetzt keine Massivwand, wie die Decke jetzt eine Massivdecke ist, ein CLT, sondern hier habe ich einen klassischen Holzrahmenbau mit innenliegender Dämmung. Und da ist es natürlich sinnvoll, eine gute Dampfbremse, eine feuchtevariable Dampfbremse zu verwenden. Und die dann natürlich auch ordentlich angeklebt an die luftdichte Ebene hier. Genau, deswegen Intello. Und das Fenster ist ja hier schon komplett eingebaut. Ja. Wir haben ein ausführlicheres Interview dazu gemacht, mit wie wichtig es ist, das Fenster richtig anzuschließen. Das verlinken wir euch. Also das gerade eben war der Bauabschnitt 1. Jetzt gehen wir mal in Bauabschnitt 2 rein. So, riecht auf jeden Fall schon mal sehr schön nach Holz. Unsere Lösung fürs Fenster. Contega Solido IQ. IQ steht für Innen und Außen. Das heißt, ein Band für beide Anwendungsmöglichkeiten, für den Witterungsschutz, Außendichtung, Winddichtung und die Luftdichtung innen. Markus, du bist doch Experte, erklär doch mal, warum das hier die gute, perfekte Lösung ist. Das Besondere an dem Contega Solido IQ ist, dass es feuchtevariabel ist. Das heißt, ich kann ein Band für innen als auch für außen verwenden. Keine Verwechslung mehr, keine doppelte Lagerhaltung, sondern ein Band für alles. Ich habe hier einen SD-Wert, der eine Spreizung hat von 0,25 bis 25 Meter, wie bei der Intello. Und damit kann ich jetzt perfekt die Fenster abdichten. Und am allerbesten ist es, wenn man mit diesem wechselseitigen Klebestreifen, der hier auf der Seite ist, das Klebeband schon an das Fenster anklebt, bevor es überhaupt in die Fensteröffnung reingesetzt wird. Das heißt, stirnseitig ankleben und dann nachher den hinteren Liner entfernen und seitlich dann an die Leibung kleben. Dementsprechend natürlich Eckfalten vorbereiten. Das können wir hier jetzt leider nicht mehr zeigen. Und an der Eingangstür ist noch ein schönes Detail, wie man so einen Fensteranschluss lösen kann. Und das ist unser vorgefaltetes Fensteranschlussband Tescom Profect. Komm rein, Markus. Markus, komm rein. Markus, warum findest du das genial und wieso finden das deine Kunden genial? Naja, der Vorteil vom Tescom Profect
ist, dass es vorgefaltet ist. Das heißt, es ist einfach zu verarbeiten. Ich kann es hier in der einen Fläche aufkleben und kann dann den zweiten Schenkel hochklappen. Das gibt es in unterschiedlichen Schenkelbreiten. Hier haben wir zum Beispiel eins, wo ich einfach einen ganz dünnen Steg ankleben kann. Und der Vorteil ist einfach, dass das Klebeband daran nicht rund ist, sondern dass ich eine schön definierte Kante habe. Dann lasst uns mal nach weiteren Details suchen. Los geht's! Schauen wir mal. So, jetzt sind wir im Erdgeschoss. Und hier im Erdgeschoss wurde unsere Flüssigdichtung verwendet. Und da gibt es inzwischen ganz viele Fans. Tatsächlich Fans, hätte ich nie gedacht, dass man quasi Fans so von so einer Flüssigdichtung werden kann. Aber erstens gibt es gar nicht schon, die Flüssigdichtung gibt es gar nicht so lange. Und Markus, vielleicht magst du erklären, es ist jetzt nicht mehr flüssig. Nee, jetzt ist es nicht mehr flüssig. Genau, was wurde hier gemacht? Genau, also und, hier haben wir jetzt ja. an der Situation haben wir die Flüssigabdichtung mit dem Airless-Gerät aufgesprüht. Das sieht man hier ganz schön, das ist jetzt quasi dieser schwarze Bereich. Und das Tolle dabei ist, dass ich einfach über Mörtelfugen, Schaumfugen und auch über Winkel einfach drüber sprühen kann. Das heißt, ich habe dann auch keine Lufträume, keine Hohlräume unter der Abdichtung. Die Abdichtung sitzt genau auf dem Untergrund und das ist das Schöne. Und das Besondere an der Abdichtung, die sich Aerosana Viscon nennt, ist auch noch, dass sie äußerst dehnfähig ist. Das heißt, im getrockneten Zustand kann ich die tatsächlich mechanisch sehr stark belasten. So eine Belastung bekommt sie in der Realität normalerweise dann nicht ab. Dazu ist sie feuchtevariabel und AGBB geprüft und einfach und schnell zu verarbeiten. Die sprühbare Luftdichtung Aerosana Viscon kann entweder mit einem Airless-Gerät aufgebracht werden oder mit Druckluft sprühen. Es gibt natürlich noch mehr Details. Die Baustelle ist relativ weit fortgeschritten, das heißt, man sieht gar nicht mehr so die luftdichten Anschlüsse, aber wir haben alle Details mal aufgelistet und haben eine Tabelle dazu. Also schaut einfach rein in unseren ProKlima-Blog. Zuschauen und mehr Fachwissen findet ihr auch in unserem ProKlima-Blog. Abonniert unseren YouTube-Kanal und vergesst die Glocke nicht.